Hallo Welt, werte Jublatz und Bürger dieser Welt. Beschütze deine Privatsphäre. Verteidige dich gegen Netzwerküberwachung und Datenanalyse. Tor verhindert, dass irgendjemand deinen Standort oder deine Internetgewohnheiten herausfindet. Tor ist für Webbrowser, Instant-Messaging-Programme, Remote-Logins und mehr. Tor ist kostenlos und Open Source für Windows, Mac, Linux-Unix und Android. Was ist Tor? Tor ist eine kostenlose Software und ein offenes Netzwerk, das dir dabei hilft, dich gegen eine Art der Netzwerküberwachung zu verteidigen, die die persönliche Freiheit und Privatsphäre bedroht, deine vertraulichen Geschäftsaktivitäten und Beziehungen zu schützen und Staatssicherheit bekannt als Datenanalyse zu verhindern. Warum Anonymität wichtig ist? Tor beschützt dich, indem es deine Verbindung durch ein verteiltes Netzwerk von Servern leitet, das von Freiwilligen auf der ganzen Welt zur Verfügung gestellt wird. Es verhindert, dass jemand, der deine Internetverbindung beobachtet, sieht, was für Seiten du besuchst, und es verhindert, dass die Seiten, die du besuchst, deinen Standort herausfinden. Tor funktioniert mit vielen deiner bestehenden Anwendungen, einschließlich Webbrowser, Instant-Messaging-Programmen, Remote-Login und anderen Anwendungen, die auf dem TCP-Protokoll basieren. Warum wir Tor brauchen? Die Benutzung von Tor schützt dich gegen eine verbreitete Form der Internetüberwachung, die als Verkehrsdatenanalyse bekannt ist. Aus der Verkehrsdatenanalyse kann man Rückschlüsse darauf ziehen, wer mit wem über ein öffentliches Netzwerk kommuniziert. Die Quelle und das Ziel von deinem Internetverkehr zu kennen erlaubt es anderen, dein Verhalten und deine Interessen zu verfolgen. Das kann Einfluss auf deinen Geldbeutel haben, wenn zum Beispiel eine E-Commerce-Seite Nutzern in verschiedenen Ländern andere Preise anzeigt. Es kann sogar deinen Arbeitsplatz und deine physische Sicherheit bedrohen, indem preisgegeben wird, wer du bist und wo du dich befindest. Wenn du zum Beispiel ins Ausland reist und dich zum Computer deines Arbeitgebers verbindest, um deine Mails abzurufen, könntest du versehentlich jedem, der das Netzwerk beobachtet, dein Ursprungsland und deinen Beruf offenbaren, sogar, wenn die Verbindung verschlüsselt ist. Wie funktioniert Verkehrsdatenanalyse? Datenpakete im Internet bestehen aus zwei Teilen, aus Nutzdaten und aus dem Nachrichtenkopf. Die Nutzdaten sind alles, was gesendet wird, wie zum Beispiel eine E-Mail, eine Website oder eine Audiodatei. Sogar, wenn du die Nutzdaten verschlüsselst, kann man aus der Verkehrsdatenanalyse Rückschlüsse darauf ziehen, was du tust und vielleicht sogar was du sagst. Das passiert, weil sie sich auf den Nachrichtenkopf konzentriert, der Quelle, Ziel, Größe, Zeit und so weiter offenbart. Ein Hauptproblem für die Privatsphäre ist, dass der Empfänger sehen kann, dass du die Daten gesendet hast, indem er sich die Nachrichtenköpfe anschaut. Das können auch autorisierte Vermittler, wie zum Beispiel der Internetprovider, und manchmal auch unautorisierte. Eine simple Form der Verkehrsdatenanalyse könnte beinhalten, dass man zwischen Sender und Empfänger sitzt und auf die Nachrichtenköpfe schaut. Aber es gibt auch noch mächtigere Formen der Verkehrsdatenanalyse. Manche Angreifer bespielen mehrere Teile des Internets und benutzen ausgefeilte statistische Techniken, die die Kommunikationsraster von vielen verschiedenen Organisationen und Einzelpersonen aufzeichnen. Verschlüsselung hilft nicht gegen diese Angreifer, weil sie nur den Inhalt des Internetverkehrs, aber nicht die Nachrichtenköpfe versteckt. Tor hilft, die Risiken sowohl von simplen als auch von ausgefeilten Verkehrsdatenanalysen zu reduzieren, indem es deine Bewegungen auf verschiedene Orte im Internet verteilt, damit man von keinem einzelnen Punkt auf dein Ziel schließen kann. Die Idee ähnelt der, eine kurvenreiche, schwer zu verfolgende Route zu nehmen, um einen Verfolger loszuwerden und dann regelmäßig deine Fußspuren verschwinden zu lassen.
Anstatt einen direkten Weg von der Quelle bis zum Ziel zu nehmen, nehmen Datenpakete im Tornetzwerk einen zufälligen Pfad durch mehrere Zwischenstationen, die deine Spuren verbergen, sodass kein Beobachter an irgendeinem Punkt je sagen kann, woher die Daten kommen und wohin sie gehen. Um einen privaten Netzwerkpfad mit Tor zu erschaffen, bildet die Software oder der Client des Benutzers ein Netzwerk von verschlüsselten Verbindungen durch die Zwischenstationen des Netzwerks. Der Kreis wird Stück für Stück ausgedehnt, und jede Zwischenstation auf dem Weg weiß nur, welche Station ihm die Daten übertragen hat und an welche Station die Daten weitergegeben werden. Keine einzelne Station kennt jemals den kompletten Pfad, den das Datenpaket genommen hat. Der Client passiert eine gesonderte Reihe von Verschlüsselungen für jeden Server im Netzwerk, um sicherzustellen, dass die Station die durchlaufenden Verbindungen nicht aufspüren kann. Wenn die Leitung erst einmal aufgebaut ist, können im Tor-Netzwerk viele Arten von Daten ausgetauscht und viele verschiedene Typen von Softwareanwendungen eingesetzt werden. Weil jede Station nicht mehr als einen Schritt im ganzen Kreislauf sehen kann, kann niemand eine Verkehrsanalyse machen, um die Quelle und das Ziel einer Verbindung herauszufinden. Tor funktioniert nur über TCP-Streams und kann von jeder Anwendung mit SOX-Unterstützung genutzt werden. Aus Effizienzgründen benutzt die Tor-Software dieselbe Leitung für Verbindungen, die sich ungefähr zur selben Zeit abspielen. Spätere Anfragen bekommen ein neues Netzwerk, um Leute davon abzuhalten, frühere Aktionen zu neuen zuordnen zu können. Hidden Services – versteckte Dienste. Tor ermöglicht es seinen Benutzern auch, ihren Standort zu verstecken, während sie verschiedene Arten von Dienstleistungen anbieten, wie zum Beispiel Veröffentlichungen im Internet oder einen Server für Instant Messaging. Indem man die Rendezvous-Punkte von Tor nutzt, können sich andere Tor-Nutzer zu diesen versteckten Diensten verbinden, ohne die Identität des jeweils anderen zu kennen. Diese Funktion könnte es Tor-Nutzern erlauben, eine Website zu erstellen, wo Menschen Material veröffentlichen können, ohne eine Zensur befürchten zu müssen. Niemand würde herausfinden können, wer diese Seite anbietet, und derjenige, der die Seite anbietet, würde nicht wissen, wer darauf postet. Erfahre mehr darüber, wie man Hidden Services erstellt und wie das Hidden Services Protokoll funktioniert. Entsprechende Links sind in der Beschreibung dieses Videos. Anonym bleiben. Tor kann nicht alle Probleme, die mit Anonymität zusammenhängen, lösen. Es konzentriert sich auf den Datentransport. Du musst protokollspezifische Unterstützungssoftware nutzen, wenn du nicht möchtest, dass die Seiten, die du besuchst, deine identifizierenden Informationen sehen können. Du kannst zum Beispiel Webproxys wie Privoxy nutzen, um Cookies zu blockieren und Informationen über die Art deines Browsers zurückzuhalten. Verhalte dich schlau, um deine Anonymität zu schützen. Gib deinen Namen oder andere verräterische Informationen nicht an. Seid ihr darüber im Klaren, dass Tor, wie alle Anonymisierungsnetzwerke, die schnell genug sind, um damit im Internet zu browsen, keinen Schutz gegenüber Attacken bietet, die den Zeitpunkt des Sendens und des Empfangens der Datenpakete vergleichen. Wenn dein Angreifer den Verkehr, der aus deinem Computer kommt, und auch den Verkehr an deinem gewählten Ziel beobachten kann, kann er statistische Analysen nutzen, um herauszufinden, dass sie Teil derselben Verbindung sind. Die Zukunft von Tor. Heutzutage ein nutzbares Anonymisierungsnetzwerk im Internet anzubieten ist eine permanente Herausforderung. Wir wollen Software, die den Bedürfnissen der Nutzer entspricht. Wir wollen das Netzwerk auch so am Laufen halten, dass es mit so vielen Nutzern wie möglich klarkommt. Weil die Benutzerfreundlichkeit von Tor wächst, wird es mehr Nutzer anziehen, was die möglichen Quellen und Ziele jeder Verbindung wachsen lässt und daher die Sicherheit des Netzwerks erhöht. Wir machen Fortschritte, aber wir brauchen deine Hilfe. Bitte ziehe in Erwägung, einen Tor-Server zu betreiben oder mitzuarbeiten, zum Beispiel als Entwickler/in. Aktuelle Entwicklungen im Gesetz,
Politik und Technologie bedrohen unsere Anonymität wie noch niemals zuvor. Sie untergraben unsere Fähigkeit, im Internet frei zu lesen und zu sprechen. Diese Entwicklungen untergraben auch die nationale Sicherheit und die kritische Infrastruktur, indem die Kommunikation zwischen Einzelpersonen, Organisationen, Unternehmen und Regierungen verwundbarer für Analysen wird. Jeder neue Nutzer und jeder neue Server stellen zusätzliche Vielfalt sicher. Sie verbessern die Fähigkeit von Tor, die Kontrolle über deine eigene Sicherheit und über deine Privatsphäre zurück in deine Hände zu bringen. Hierzu möchte ich euch das Tor Browser Bundle empfehlen. Es beinhaltet einen bereits auf Tor vorkonfigurierten Firefox Browser. Er lässt sich einfach auf einen USB-Stick kopieren und so überall mitnehmen. Völlig ohne Installation. So könnt ihr, von jedem Ort der Welt aus, völlig anonym, im Internet surfen, ohne Spuren zu hinterlassen. Der Download-Link befindet sich in der Beschreibung dieses Videos. Einfach die heruntergeladene Datei entpacken und auf einen USB-Stick kopieren. Startet dort die Datei, starttorbrowser.exe, und schon kann es losgehen. Der Text für dieses Video stammt von der Internetseite www.torprojekt.org. Wir sind Genonymous. Wir vergeben keine Zensur. Wir vergessen nicht, dass Informationen frei sind. Wir unterstützen das Tor-Projekt. Wir bitten Sie, dasselbe zu tun. Erwartet uns.